das, was bis vor kurzem noch unterschwellig und nur mit einem gewissen Feinsinn wahrnehmbar gewesen ist, wird mittlerweile unverhemmt unters Volk gebracht. Ich spreche hier über eine Agenda, die offen die Spaltung der Muslime in gute Muslime und böse Muslime propagiert. Ich spreche hier über eine Agenda, die unverhohlen islamische Handlungen und islamische Merkmale als eine akute Gefahr darstellt. Und ich spreche hier über eine Agenda, die die unverblümte Kriminalisierung von islamisch anerkannten Rechtsprüchen bzw. Meinungen durchsetzen will. Und diese Agenda wird anhand einer angeblichen Recherche des sensationsgierigen Pseudopolit-Magazins Report Mainz sehr schön verdeutlicht. Ich fasse mal zusammen. Der angebliche Skandal ist, in Deutschland existieren Geschäfte, in denen muslimische Kleidung verkauft wird. Die Verschwörungstheorie, die von Report Mainz angehängt wird, ist, wenn Muslime Bekleidungsläden betreiben, so kann es nicht einfach nur ein Modegeschäft sein. Nein. Diese Niqab-Shops sind Teil geheimer islamistischer und salafistischer Strukturen. Und ihr Fazit? Islamistische Bekleidungsläden gefährden die Gesellschaft. Der Beweis hierfür bleibt wie immer aus. Genauso wie ausbleibt, was man eigentlich meint, wenn man von islamistischen und salafistischen Strukturen redet. Doch es wird noch absurder. So wird ein T-Shirt mit der Aufschrift Tauhid, welches ein Ausdruck für die Einheit Allahs ist, tatsächlich zur Kriegserklärung an die westlich-säkulare Mehrheitsgesellschaft uminterpretiert. Mehr noch. Der ausgestreckte Zeigefinger, den Muslime bei jedem Gebet erheben, um die Einzigartigkeit ihres erhabenen Schöpfers zu bezeugen, wird kurzerhand zum Sympathiebekenntnis mit dem IS umfunktioniert. Und bei aller Dreistigkeit, dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird das islamische Glaubensbekenntnis kurzerhand zur Terrorpropaganda umfunktioniert. Aber mal im Ernst, haben wir von Formaten wie Report Mainz etwas anderes erwartet? Schließlich geht es hier um eine Einrichtung, die nicht die Wahrheit, sondern den Profit zum Maßstab auserkoren hat. Reißerische Skandale über gefährliche Moslems verkaufen sich nun mal einfach besser als authentische Berichte über das echte muslimische Leben in Deutschland. Geehrte Muslime, lasst euch von so einer hetzerischen Propaganda nicht einschüchtern. Im Gegenteil, Allah, der Gewaltige, ist mit uns. Wenn er sagt, لَتَبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wahrlich, ihr sollt geprüft werden in eurem Gut und an euch selber. Und wahrlich, ihr sollt viele verletzende Äußerungen von denen hören, welchen die Schrift vor euch gegeben wurde und von denen, die Allah Gefährten, zur Seite setzen. Wenn ihr jedoch standhaft und gottesfürchtig seid, dies ist wahrlich ein Zeichen von fester Entschlossenheit. Und möge Allah spontan uns beistehen.